Für die Fraktion Die Linke spricht jetzt die Kollegin Ulla Lötze. Ja, Herr Rösler und Kollegin Nüßlein, von Ihren großen Ankündigungen, Sie hätten hier was vorgelegt, was Anpassung an die Entwicklung des Wettbewerbs und an Konzentration tatsächlich entgegenwirkt, da ist in dem Entwurf überhaupt nicht zu spüren. Maximal erfüllt der Entwurf einige wenige minimalste Anforderungen. Anpassung von deutschem Recht in der Definition von Marktmacht an europäische Bestimmungen und Prüfkriterien, die im Entwurf enthaltenen juristischen Vereinfachungen, Klarstellung, bessere Systematisierung und Erweiterung im Hinblick auf das Kartellrechtsverfahren, diese werden von uns sogar begrüßt. Angesichts der realen Probleme mit der Marktmacht von Konzernen in vielen Bereichen gibt es aber eine massive Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Letztlich wiederholen Sie hier das übliche Schauspiel Ihrer Regierungskoalition. Die Kernprobleme und Konfliktwelte werden ausgeblendet, der Rest mit viel heißer Luft zur Reform aufgeblasen. Das haben Sie hier heute Morgen sehr deutlich gemacht, Herr Rösler. Diese Auffassung finden Sie auch in zahlreichen Stellungnahmen von Verbänden, Sachverständigen bis hin zu konservativen Juristen. Lassen Sie mich auch einige zentrale Punkte herausgreifen. Unternehmen erzielen oft jahrelang Erlöse und Gewinne durch Absprachen mit Konkurrenten und zu hohe Preise. Festzustellen ist, von den bisherigen Kartellstrafen und Bußgeldern geht keine abschreckende Wirkung aus. Die Strafen sind zu gering. Es lohnt sich, gegen das GWB und andere Vorschriften zu verstoßen, bis man auffliegt. Das wird nach Ihrem Entwurf leider so bleiben. Das gilt insbesondere auch für die Benzinpreise. Herr Nüßlein hat ja eben was dazu gesagt. Das Bundeskartellamt hat festgestellt, dass die Mineralölkonzerne den Betriebspreis künstlich in die Höhe treiben, ohne zu formalen Preisabsprachen zu greifen. Natürlich ist ein Teil dieser Preiserhöhung durch steigende Nachfrage, durch Spekulation entstanden oder dadurch, dass die Erschließung neuer Ölfelder immer teurer wird. Dass Sie in dieser Situation den Mineralölkonzernen aber auch weiter Ihre Extragewinne aufgrund Ihrer Oligopolstellung draufschlagen können, ist umso weniger hinzunehmen, genauso wenig wie Ihre Untätigkeit gegenüber der Spekulation. Nach unzähligen Rettungsschirmen haben wir es heute mit Finanzmarktakteuren zu tun, die noch größer und noch systemrelevanter sind als 2007. Das sogenannte Problem des Too Big to Fail ist mithilfe der zugunsten der Banken mobilisierten Steuermittel und Garantien bei uns in Europa noch drängender geworden statt kleiner. Darauf geben Sie keine Antwort. Der Entwurf ist da ein Totalausfall. Ähnliches gilt von der viel beredeten Lage der Pressefusionen. Knapp 60% aller Zeitungen werden von 10 großen Verlagen angeboten. Die Konzentration steigt von Jahr zu Jahr. Sie ist nicht das Ergebnis des Wettbewerbs um die besten Presseprodukte, sondern schlicht ein Verdrängungswettbewerb, in dem die finanzstärksten Verlage dominieren. Natürlich wissen auch wir, dass weniger Konzentration im Medienbereich nicht Garant ist für eine differenzierte Berichterstattung, Meinungsvielfalt, demokratische Streitkultur. Aber ohne die Sicherung einer Vielzahl unabhängiger Medien ist der Anspruch darauf überhaupt nicht zu erfüllen. Ohne Maßnahmen gegen die Konzentration finden es recht viele engagierte Verlage und Journalisten, insbesondere bei kleineren Regionalzeitungen, keinen Platz mehr. Stattdessen, das haben Sie beide deutlich gemacht, wollen Sie die Global Player im Mediengeschäft auf europäischer Ebene fördern. Das ist unerträglich für die Bedeutung der Medien in der Demokratie. Was Sie im einen Bereich zu wenig regeln, überregulieren Sie im anderen den Krankenkassen. Sie sollen ins Kartell- und Wettbewerbsrecht eingebunden und damit in Zukunft wie privatwirtschaftliche Unternehmen behandelt werden. Über diesen Umweg wollen Sie gerade das von der FDP lang gehegte Ziel einer schrittweisen Privatisierung des Gesundheitswesens weiter vorantreiben. Das Bundesministerium für Wirtschaft erhält Kontrollbefugnisse über das öffentlich-rechtliche Gesundheitswesen.
Krankenkassen sind nach unserer Auffassung keine Unternehmen. Deshalb müssen sie aus der Novelle und Herrn Röslers Kontrollbefugnissen ausgenommen werden. Kolleginnen und Kollegen, die skizzierten Problemfelder sind uns allen längst bekannt. Letztlich versagt die Politik seit Jahrzehnten, wenn es darum geht, die Marktmacht von Unternehmen konkret zu begrenzen. Herr Rösler, trotz GWB und Fusionskontrolle auf deutscher und europäischer Ebene steigt die Konzentration. Absprachen und Preiskartelle werden immer wieder aufs Neue aufgedeckt. Oft werden Verfahren nur durch Aussagen von Kronzeugen und Mitbewerbern möglich, Verbote ausgesprochen, Kartellrechtsstrafen verhängt und weiter bestimmen auf vielen Märkten nur wenige große Unternehmen über Angebotsmengen und Preisen. Der immer wieder in Ihren Reden beschworene freie Wettbewerb findet nicht oder nur eingeschränkt statt. Das Problem ist, Sie gehen nicht an den Kern des Problems ran. Marktbeherrschende Unternehmen unterliegen der Missbrauchsaufsicht. Sie gehen nicht das Grundproblem der Vermachtung der Märkte mit all ihren sozialen, ökologischen und ökonomischen Folgen an. Seit langem verweisen Bundeskartellamt und Monopolkommission darauf, dass sich der Machtmissbrauch oft in diesen Bereichen nicht nachweisen lässt. Deshalb müsste eine Entflechtung an eine marktbeherrschende Stellung gebunden werden und nicht erst an Missbrauchaufsicht. Und genau das tun Sie nicht. Ihre vollmundige Ankündigung, Herr Rösler, nach Formulierung eines wirkungsvollen Entflechtungsgesetzes in diesem Sinne ist schlicht ausgeblieben. Jetzt bleibt uns tatsächlich nur noch der Wettbewerb um einen besseren Entwurf bis zur Verabschiedung dieses Gesetzes. Damit Sie, Herr Nüßlein, in diesen Debatten, in den Anhörungen und im weiteren Verfahren von der Linken lernen können, was tatsächlich Wettbewerb und Wettbewerbsförderung in einer sozialen Marktwirtschaft ist. Danke für die Aufmerksamkeit.